So, willkommen zur nächsten Folge zu Let's Play World of Tanks, die Schweden-Staffel. Ich habe wieder ein bisschen vorher gearbeitet, sodass es nicht mehr so lange dauert, bis wir denn den nächsten Panzer in dieser Stufe hier kriegen. Und zwar habe ich jetzt schon 5300 Erfahrungspunkte gesammelt. Damit könnte ich ein bisschen, wenn ich ein bisschen freie Erfahrung verwende, schon mal hier das Radio erforschen und dennoch gleichzeitig hier dieses Schmuckstück erforschen. Damit habe ich hier den Elite-Status freigeschalten und jetzt werde ich mir auch gleichzeitig mal diesen hier gönnen. Damit es denn hier schon mal weitergeht. Ansonsten, ja, nehme ich jetzt, würde ich jetzt quasi die hier noch nehmen können, aber hebe ich mir für später auf. Was ich aber schon mal machen werde, ist das Radio, den Motor, die Ketten. Dann hört es auch erstmal auf, weil, wenn ich dann erstmal den dreifachen Erfahrungspunkte rausgeklatscht habe, würde ich ihn damit diesen Panzer hier erstmal wegschaffen. Das heißt, wir verkaufen jetzt den IKV-72, schalten aber hier nochmal um. Genau, verkaufen zur Kaserne, ist klar. Kommt alles ins Lager, genau. Und den können wir doch verkaufen, genau. Dann haben wir hier 39761. 39761. Und den verkaufen wir das Ding mal. Dann muss ich hier natürlich noch freischalten, dass ich hier den Panzer noch haben will. Und dann taucht er hier auf. So, na gut, dann würde ich sagen, hauen wir noch die Besatzung hier hin. Dann muss ich aber mir noch irgendwie 80.000 irgendwie ran schaffen. Insgesamt. Das heißt, guck mal kurz noch mal in der Waffenkammer, ob ich hier noch irgendwo Module habe, die ich nicht mehr brauche. Und bei anderen Fahrzeugen kommt die auch noch weg. Dann gucke ich noch bei Granaten, bei anderen Granaten könnte die auch weg. Und bei Zubehör, ja, die Werkzeugkiste würde ich jetzt nicht dafür opfern. Verbrauchsmaterial sieht genauso schlecht aus. Also, ja, da komme ich jetzt nicht weit. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz eine Runde Typ 59 fahren, um da halt ein bisschen Kohle ranzukriegen. Gut, Himmelsdorf hört sich eigentlich ganz gut an, werden immer sehr schnelle Gefechte sein. Gerade hier auf Himmelsdorf. Hier geht es immer sehr schnell vonstatten. Ich werde mir natürlich wieder standardmäßig auf den Berg begeben. Geht ja auch erstmal darum, dass ich hier noch ein bisschen was reinfahre. Ach, guck mal, hier ist schon der Straff 74. Ich muss unbedingt gucken, wie man das ausspricht. Und ein IKV-65 findet man auch schon hier. Okay. Ist nett. Ich habe aber auch schon den Emil hier sehen. Den Stufe 8 schweren Panzer der Schweden. Und das Ding geht echt gut ab. Das hat einen guten Schadensoutput, habe ich den immer hier sehen. Da war ich aber auch wieder mit einem Typen 50 unterwegs. Oh ja. Ihr könnt kuscheln, wenn ihr wollt. Das sieht aber schon ein bisschen größer aus hier. Ein bisschen Freiraum hier bitte. Oh. Nochmal schnell den entfernten Drehzahlmesser, damit wir den Berg schnell hochkommen. Geschwindigkeit ist ja hier das A und O. Und dann werde ich mal versuchen, hier ein paar Leute aus dem Weg zu räumen. Ich bin ja sowieso mal gespannt, wie das denn auf Stufe 8 mit den TDs funktionieren soll, dass man da den Fahrmodus und den Feuermodus hat. Was gibt es denn da für einen Vorteil, muss ich erst mal in Erfahrung bringen. Natürlich kommt der Skoda T25 hier besser voran. Auch wenn er versucht, jetzt hier mich abzudrängen. War bestimmt ein Versehen von dir. Okay, auf der schweren, auf der Schlachtergasse steht hier dieses ganz schwere Gerät, aber die stecken jetzt gerade ein bisschen ein. Der 12T ist schon hier. Da kommt ein Typ 59. Und
Den da werde ich mir mal schnell wegschnappen. Dachtest du wohl, Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich jetzt nicht von der... Oh, warte mal, genau. Guck mal hier an. Guten Morgen! Kannst gleich noch ihn haben. Nee! Ja, genau! Ja, das war's schon wieder. Nummer 5, Nummer 1. Dann läuft der Motor wieder ein bisschen runter. Hätte ich mir ja denken können, dass die Artillerie ganz fix dabei ist. Wenn ich Artillerie spiele, ich treffe zu 90% nie. Das hätte ich mir auch denken können. Das geht schief. Ich hätte nicht vorfahren dürfen. Alleine macht das nicht viel Sinn. Aber gut, jetzt hat er hinter mir natürlich wieder ein bisschen mehr Deckung. Na gut, werde ich die Zeit mal nutzen, packe ich meinen 8-8er mal aus, weil ist nämlich mein zweiter Geldpanzer, mit dem ich dann noch ein bisschen was reißen könnte. Unter Umständen. Gut, Klippe hört sich jetzt auch nicht so praller an, also ist jetzt nicht meine ideale Map. Zumal wir auf der unteren Seite sind. Aber keine Artillerie, vielleicht kann ich der nutzen, da vorne den Felsen, damit meine Wanne Süd wie gedeckt ist. Ich werde mal mein Glück versuchen da unten. Und dann jetzt auch wirklich weiter mit dem nächsten Panzer. Ich glaube, dann müsste das erste Effekt auch erstmal fertig sein. Und dann schaue ich mal. Dann fahr doch was anderes. Oh, guck mal. Schon wieder der 74er. Was haben wir denn hier noch so im Angebot? Die G-Max sind dabei. Ja, gut. Die fahren Premium-Panzer für den 74er. Na gut. Interessiert sich nicht jeder für die neuen Panzer, natürlich nicht, aber ich bin einer, der lässt sich auch gerne mal überraschen, im Positiven wie im Negativen, und dann fährt er auch mal gerne mal neuere Panzer. Wo ich hingegen aber wirklich wenig Interesse gehabt habe, ist wirklich die tschechische Linie. Das hat aber keinen politischen Hintergrund, es hat wirklich nur damit was zu tun, weil ich mir da leider schon die Spoilerlasten habe, wie diese Panzer sind. Und für meinen Geschmack sind sie halt nicht das Richtige. Wetten, der kommt durch bei mir? Nö, noch nicht. Ja, ist mir aufgefallen. Nee, warte mal noch ein Stück. Oder warte nicht. Ich würde auch nicht warten. Da ist ein Skorpion und der ist bestimmt gut getarnt. Mal, vielleicht reiß ich ja noch was. Aber so ein Skorpion würde eigentlich noch mehr Schaden machen. Ich verstehe nicht, warum er jetzt gerade so wenig Schaden bei mir gemacht hat. Ob der HE geschossen hat? Möglich wär's. Ne, der hat auf jeden Fall kein HE geschossen. Na, wo bist du? Da sind... Sind da zwei Skorpione oder wie gut schießen die?
Von wo hat der geschossen, dass er. Ich meine. Ich war ja schon gut verdeckt, also der kann ja wirklich gut schießen, denn. Oder ich sehe schon. Oder ich übersehe schon wieder irgendwas. So, wie sieht's denn aus? Hier, Abteilungseinladung. Ah, vergiss es. Ich nehme gerade auf. So, wie sieht's denn aus? Der ist nämlich fecht, der andere ist nämlich fecht. Schade. Schade, schade, schade. Ach Mensch, natürlich. Ich muss ja auch noch hier. Oh, warte mal. Habe ich jetzt irgendwas nicht mitgekriegt? Das ist alles drauf. Da muss ich noch Wartung. Kommt hier der Handfeuerlöscher, Ersatzteile und der hier kommt wieder rauf. Kostet mir dann 5000 insgesamt. Ja, natürlich Weg nachfüllen. Aber habe ich jetzt irgendwas nicht mitgekriegt? Die Ketten sind drauf, alles ist drauf eigentlich. Gut, beim Turm gibt es dann natürlich nichts. Aber. Ja, die Durchschlagskraft lässt natürlich zu wünschen übrig. Wo habe ich denn jetzt die 68.000 gesehen? Ach, natürlich, hier beim Umschulen. Klar, nee, dann ist alles klar. Gut, die Geld habe ich ja sowieso jetzt. So, genau, für 80.000. So, und jetzt kann es auch losgehen. Jetzt mache ich die Folge natürlich auch ein Stück länger, damit ich hier nochmal die erste Runde die Panzer hier austesten kann. Der ist ja abgesehen von dem. Ja, außer der Kanone ist ja eigentlich alles final. Ich habe ja schon eine bessere Radio und so hat alles eingebaut. Die Frage ist jetzt nur, ob er jetzt irgendwas bringt. Und ob er auch schnell genug ist. Ich habe es ja kaum auf die Werte geguckt, ihr habt. Na gut, dann machen wir einfach mal einen aktiven Feldtest. Auf jeden Fall hat er schon mal 120 Lebenspunkte mehr auf Stufe 4. Ist schon mal ein größerer Sprung. Nö, alles klar, weiß ich Bescheid. Jetzt ist aber nur die Frage, wo fahren jetzt die Leute hin? Weil danach entscheide ich mich, ob ich jetzt den Valley hochfahre oder in die Stadt. Aber sieht so aus, als könnte ich den Valley dann halt nutzen. Jetzt hat er auch nur noch eine Ladezeit von 4,52. Das ist eigentlich recht gut. Nachher schauen wir mal. In der Stadt ist sowieso kaum jemand drin, na gut. Der ist auch schon ein bisschen langsamer. Ob er jetzt daran liegt, dass meine Crew jetzt halt nicht so gut ausgebildet ist, wie jetzt beim letzten Panzer, weil ja wieder ein paar Prozente fehlen. Ah, da muss ich mir noch einen Plan machen. So, dann nehmen wir mal in Feuerstellung. Oh, der kann die Kanone ja hier richtig weit nach unten setzen. Alles klar. Und der eine trifft zu, ne? Ja, komm, jetzt riskieren wir es mal. Ja, schon fast Artilleriestellung hier. Da kommt gut nach links und nach rechts. Ziemlich weit nach unten.
Oh. Wenn sie von da aus schon schießen können. Ach, Lago, macht das sowas nicht. Die Stadt ist gefallen. Na, dann werde ich mich mal wieder dahin begeben. Vielleicht ein bisschen Feuerschutz geben. Der Typ 95 schafft es sowieso nicht alleine. Das ist klar. Machen wir mal Meldung. Vielleicht kommt da noch ein IKV mit. Aber momentan sieht es ja nicht ganz schlecht aus bei uns. Da kann ich mich vielleicht hier mal ein bisschen ranschleichen. Zack. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Zack. Ist das super. Alles klar. Wir müssen mal ein bisschen für Ausgleich hier sorgen, wa? Nee, hat nicht getroffen. Wo ist er hin? Ich stehe auch auf offenem Feld, das ist alles sehr kontraproduktiv. Da ist er. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal offen. Fahrer verwundet. Wir können nicht mehr so schnell fahren. Ziel erfasst. Kette wurde getroffen. Sich an jeden Moment reißen. Ja, gut, okay. Aber den hat auch getroffen. Und ist ein bisschen mehr Chancengleichheit drin. Trotzdem habe ich nicht so viel Schaden gemacht, wie ich Strukturpunkte habe. Ich richte mich ja immer danach. Sollte ja mindestens so viel Schaden machen, wie ich Strukturpunkte habe. Am besten aber doppelt so viel. Gerade bei dieser Stufe hier sollte man schon ein bisschen mehr reißen können. Na gut, Folge ist vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst euch ein bisschen die Smart-Hot rein, ihr Wiener. Tschüss.